Track 1, Kettenbrechen. Geschrieben und produziert von Jeronimo Lopez Soldevilla. Heute präsentiere ich Ihnen im Bereich des Kurses Ich bin Millionär, Millionär, das Modul mit dem Titel Kettenbrechen, um wiedergeboren zu werden. Daher begrüße ich Sie in der Hoffnung, dass Ihnen der Inhalt, der Ihnen helfen soll, gefällt. Fangen wir an. Lauschen Sie der Musik im Hintergrund, hören Sie zu, wie die Worte, die Ihnen in den Ohren klingen, von Ihrem Gehirn entschlüsselt werden, und seien Sie sich des komplexen Visualisierungsprozesses bewusst, der in Ihrem Kopf abläuft. Beachten Sie das Wunder des Kommunikationsprozesses und wie eine Reihe von Klängen, die von den Worten ausgehen, in Ihrem Gehirn in Bilder umgewandelt werden, Bilder, die nur Ihnen gehören, die nur Sie in der Lage sind, in der besonderen Art und Weise zu visualisieren, wie nur Sie es tun, was bedeutet, dass diese wahrgenommenen Bilder Ihr Eigentum sind, und daher sind Sie der Erbauer, der Ihr eigenes Universum nach Ihrem eigenen Bild und Gleichnis konstruiert. Spüre gleichzeitig, wie dein Körper selbstständig atmet und wie dein Herz harmonisch und automatisch schlägt. Es ist dein Unterbewusstsein, das arbeitet. Es geht darum, sich lebendig zu fühlen, und als lebendiges Wesen erkennst du, dass du dich für dich selbst bewegen kannst und nicht für jemand anderen. Deshalb wird jede Bewegung, die du machst, in dir selbst erzeugt, und wo es Bewegung gibt, gibt es immer Veränderung, was bedeutet, dass jede Veränderung auch in dir erzeugt wird. Machen Sie sich bewusst, dass Sie leben und dass Sie auch ein wunderbares rationales Wesen sind, das sich dessen bewusst ist, das perfekt funktioniert und deshalb in der Lage ist, das größte Wunder, das größte Juwel des Universums, das der Mensch kennt, nämlich Ihr Gehirn, nach Belieben zu benutzen. Denken Sie einen Moment darüber nach, wie viele Millionen Jahre der Evolution und des Wandels es brauchte, damit Sie als Lebewesen in der Lage sind, Ihr Gehirn jetzt, in diesem Moment, zu genießen, indem Sie sich durch Gedanken bewusst sind, dass dies so ist. Du bist ein Wunder der Natur und du bist auch einzigartig und unwiederholbar, denn nur du kannst du sein, so wie du bist, und es hat nie jemanden wie dich gegeben und wird nie jemanden wie dich geben, also nutze die einmalige Gelegenheit, die das Universum dir gibt, um wirklich du selbst zu sein. Versuchen Sie, aus sich selbst heraus zu sein, aus Ihrem inneren Selbst, aus Ihrer tiefsten Intimität, wo nur Sie sind, tun Sie es in einer Bewegung, die von innen nach außen entsteht, und nicht aus den Ideen, Konzepten, Moden oder gesellschaftlich akzeptierten Formen, die Sie von außen in einer entgegengesetzten Bewegung von außen nach innen erhalten. Denken Sie daran, dass Sie sich selbst für sich selbst sind, das heißt, geben Sie sich selbst und genießen Sie es. Denken Sie auch daran, dass Sie nur dann, wenn Sie Sie selbst sind, in der Lage sein werden, sich selbst zu verstehen, zu wissen, was Sie wirklich wollen, und dass Sie, wenn Sie Ihr innerstes Selbst als Ausgangspunkt nehmen, in der Lage sein werden, die besten Entscheidungen zu treffen, das heißt die Entscheidungen, die für Sie am besten sind. Wenn Sie sich dieses Video ansehen und bis hierher gekommen sind, dann deshalb, weil Sie bereits den Entschluss gefasst haben, Millionär zu werden, der beste Mensch zu sein, der Sie sein können. In diesem Bewusstseinszustand, die gewünschte Veränderung herbeiführen zu wollen, stelle ich Ihnen den ersten kognitiven Konflikt, den Sie überwinden müssen. Ich erkläre, dass ein kognitiver Konflikt auftritt, wenn ein Subjekt Informationen oder Erfahrungen erhält, die nicht mit seinen Vorstellungen und Vorurteilen übereinstimmen, und diese daher nicht einfach in sein kognitives Schema integrieren kann. Mit anderen Worten, wenn Sie neues Wissen erhalten, bringen Sie es in Konflikt mit allem, was zuvor integriert war, mit den Pfeilern und Fundamenten, die Ihr Wissen stützen. Wenn das neue Wissen in diesem Konflikt mächtig, kohärent und stark genug ist, wird es sich über die früheren Konzepte legen, die als Stützpfeiler fungierten, um sie zu ersetzen, und auf dieser Grundlage in der Lage sein, das Wissen weiter aufzubauen. Fragen Sie sich, was Sie davon abgehalten hat, der erfolgreiche Millionär zu werden, der Sie schon immer sein wollten. Ich könnte sehr direkt sein und Ihnen sagen, dass Sie der Einzige sind, der daran schuld ist, und zwar schon immer. Und nachdem ich es Ihnen so abrupt gesagt habe, bin ich mir sicher,
dass ihr Verstand es zunächst als solches akzeptiert hat und sie sich sogar schuldig fühlen, weil ihr Verstand es akzeptiert hat, vielleicht angenommen, mit mehr oder weniger Widerwillen, vielleicht mit mehr oder weniger Widerstand. Und ich stelle klar, wenn sie so gedacht haben, dann deshalb, weil ihnen bei dieser Behauptung nicht die Möglichkeit gegeben wurde, das Warum zu verstehen, sondern weil ihnen nur eine Situation angeboten wurde, die in einem logischen Sinne eine Logik hat, und sie hat eine Logik, weil sie bei der Geschwindigkeit, mit der ihr Gehirn arbeitet, diesen Satz mit einem ganzen neuronalen Universum von Vernetzungen in Verbindung gebracht haben, die ihn möglich gemacht haben. Brecht mit der Schuld, die aus euren nur von euch geschaffenen Vorstellungen entsteht, weil ihr versteht, dass ihr frei seid, zu sein, was immer ihr sein wollt, denn wenn ihr so denkt, seid ihr es. Aber an diesem Punkt frage ich Sie, gehört all dieses vernetzte neuronale Netzwerk wirklich Ihnen? Denken Sie einen Moment nach. Was den physischen Teil betrifft, so möchte ich erklären, dass das Nervensystem von Wirbeltieren aus langen Ausläufern von Neuronen besteht, die miteinander verbunden sind. Diese Ausbreitungen werden als Axone bezeichnet, sie entspringen dem Soma, dem Körper des Neurons, also dem komplexen Netzwerk, das sie bilden. Aber bedenken Sie auch, dass in diesem neuronalen Netz auch die Konzepte, die Grundlagen Ihres Wissens, verankert sind und in Beziehung zueinander stehen, um Ihre Vision, Ihre Wahrnehmung der Welt, Ihre Ideen, Ihre Gedanken zu formen, und das, obwohl es Ihnen gehört, auch nicht Ihnen gehört, weil Sie es sind, die es so konstruiert haben, wie es Ihnen beigebracht wurde, und Sie wurden gelehrt, es zu tun, indem Sie in vielerlei Hinsicht erkenntnistheoretische Hindernisse geschaffen haben. Schauen wir uns an, worin diese erkenntnistheoretischen Hindernisse bestehen. Nach Gaston Bachelard, französischer Philosoph, 1884 bis 1962, ist ein Hindernis eine Anlage, die den Fortschritt der Wissenschaft behindert. Mit anderen Worten, die Entwicklung von Wissen, Irrtümern, Vorurteilen und Meinungen von Lehrern, Freunden, der eigenen Familie und dem sozialen Umfeld werden an den Empfänger weitergegeben, und diese Irrtümer, Vorurteile und Meinungen werden schließlich zu ihren eigenen epistemologischen Hindernissen, die sie in vielen Fällen auch an andere weitergeben als ihre eigenen. Ein erkenntnistheoretisches Hindernis ist also alles, was im menschlichen Geist oder in der Vernunft die rationale Konstruktion des Gegenstandes verhindert, Meinungen, Vorurteile, bloße sinnliche Wahrnehmungen des Gegenstandes, das Urteil nach dem äußeren Schein oder das unmittelbare und nicht reflexive. Wie oft kommt es vor, dass ein Lehrer eine neue Gruppe neuer Schüler empfängt, die Lehrer aus dem vorherigen Jahr dem neuen Lehrer sagen, sei vorsichtig mit diesem jungen Mann, er ist dies und das und verhält sich negativ, und damit wird der Schüler gezeichnet, in ein Korsett aus erkenntnistheoretischen Barrieren für diejenigen gezwängt, die von Berufs wegen dazu neigen sollten, ihren Schülern zu helfen, sie zu brechen und sich durch Wissen, den Gebrauch von Vernunft und Intelligenz, von ihnen zu befreien. In diesem Sinne ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass gemeinsame Bildungsbedürfnisse von allen Menschen geteilt werden. Diese Art von Bedürfnissen umfasst das Lernen, das für die persönliche Entwicklung und die Sozialisierung unerlässlich ist. Und diese Bedürfnisse, frage ich, wer bestimmt sie und nach welchen Kriterien? Oder, in wessen Interesse liegt es zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt, dass diese vorgegebenen Bedürfnisse die richtigen sind und nicht andere? Wie oft haben wir in den Nachrichten gehört oder in den Zeitungen gelesen, dass das Bildungssystem nicht auf die Bedürfnisse des Marktes eingeht? Viele Unternehmen fordern seit Jahren neue Berufsprofile, um auf einem zunehmend dynamischen und wettbewerbsorientierten Markt bestehen zu können. Und aus all dem abgeleitet, ist es auch logisch, dass wir uns fragen, ob ich deshalb in der Tonart der Macht denke, weil es die Macht war, die mich erzogen hat. Die Tatsache der Kontemplation, des Nachdenkens über sich selbst, über die Realität der Dinge, die in dieser Existenz koexistieren, und die aus dieser Bewegung im Geist entstehende Frage nach dem Warum? Ist die Geburtsstunde der Philosophie, die Liebe zur Weisheit, so dass die
Schlussfolgerungen dieser Überlegungen, die in ein Universum von miteinander verbundenen Komplexitäten eingefügt werden, dazu tendieren, in einer Reihe von Vorstellungen über die Prinzipien und Ursachen des menschlichen Wesens konkretisiert und vereinbart zu werden, ebenso wie die Vision, die er von der Welt und der Art und Weise des Verständnisses der ihn umgebenden Realität, des Universums oder von sich selbst. Keine Gesellschaft hat sich diesem Wunsch nach Erforschung durch die Vernunft entzogen, das heißt, keine Gesellschaft hat es versäumt, ihre eigenen philosophischen Systeme und Gedanken zu entwickeln. Die Art und Weise der Übermittlung dieses Wissens, der Bedeutungskonstruktionen, durch schriftliche Texte, durch mündliche, ikonografische, symbolische Überlieferung, ist also in gewisser Weise die Art der Reproduktion von Formen. Wenn Sie also eine Veränderung in sich selbst wollen, und damit diese Veränderung von Ihnen ausgeht, müssen Sie als erstes sich selbst als die Person erkennen, die Sie von nun an sein wollen, und alle Barrieren oder Ketten durchbrechen, die Sie daran hindern, dies zu tun. Kurz gesagt, es geht darum, endgültig mit dem schlechten Denken zu brechen, das man Ihnen beigebracht hat und von dem ich Ihnen sage, dass es Ihnen bis jetzt nicht erlaubt hat, den Zustand von Erfolg und Wohlstand zu erreichen, den Sie sich so sehr in Ihrem Leben gewünscht haben und von dem Sie wissen, dass Sie ihn verdienen. Und ebenso sage ich Ihnen, dass diese Art von vermeintlich schlechtem Denken genau das ist, erschaffene Gedanken, und daher auch anfällig dafür, von Ihnen verworfen zu werden, ein Denkstil, der jederzeit geändert werden kann. Man muss es nur wollen, um es zu tun. Die Frage ist, ob Sie die Entscheidung treffen wollen, Ihr Denken ständig zu ändern, bis Sie es in die Realität umsetzen, Ihre Realität, Ihr Universum, in dem Sie bewusst davon ausgehen, dass Sie der Erbauer sind. Sie können damit beginnen, dass Sie aufhören, die Schuld für Ihre derzeitige Situation auf andere, auf frühere Umstände oder auf den Staat zu schieben. Vergessen Sie völlig, dass Sie von einem Gehalt leben wollen, das nur zum Überleben reicht, und zur Arbeit gehen, um weiter für dasselbe zu arbeiten. Vergessen Sie das Streben nach gleichbleibenden Subventionen und Wirtschaftshilfen. Verstehen Sie, dass die von Ihnen gewünschte Veränderung in erster Linie in Ihnen selbst liegt. Eine Veränderung, bei der es letztlich darum geht, dass Sie in der Lage sind, die Bedingungen zu schaffen, um sich selbst aufzubauen. Es geht darum, dass Sie wiedergeboren werden können, um Ihr Millionär selbst zu gebären. Und an diesem Punkt sind Sie bereit, das nächste Modul zu sehen und zu verstehen, denn alles, was bisher behandelt wurde, ist, das versichere ich Ihnen, nicht mehr als die Spitze eines Eisbergs. Im nächsten Video oder Thema des Kurses, um Millionär zu werden, werde ich Ihnen zeigen, wie Sie wiedergeboren werden, und im nächsten werde ich Ihnen zeigen, wer Ihr Millionär selbst ist und wie Sie es aufbauen. Wenn Ihnen meine Art zu schreiben gefallen hat, lade ich Sie auch ein, meine kostenlosen Humor-Hörbücher zu besuchen und zu erkunden, in denen Sie die Vorteile der Lachtherapie mit der Gewissheit erfahren, dass Sie lachen werden, und die Sie auf meinem Kanal finden können. Ich grüße Sie und danke Ihnen, dass Sie sich dieses Video angesehen haben.